So, und da sind wir wieder bei Horizon Zero Dawn, The Frozen Wilds. Ja, sie macht weiter Musik. Und wir gehen ja mal ganz schnell. Wasser haben wir erfolgreich in der letzten Dings abgelassen. In der letzten Folge. Hat mir richtig gut gefallen, tatsächlich der Auftrag. War echt cool. Ja, nun weiter. Wir wollten jetzt hier das blaue Dings noch besorgen. Wir haben ja inzwischen, auch in der letzten Folge haben wir das gemacht, glaube ich, den Kriegsbogen. Oder war das schon die vorletzte Folge? Ich weiß es gar nicht genau. Suchen wir diesem Blaugland ein besseres Zuhause. Oh ja. Wäre ja sinnlos, wenn das hier nur so blöd rumliegt. Ja, da haben wir schon wieder 5 Stück zusammen. Und 6 Stück zusammen. Ein Traum. Ich freue mich. Sehr schön. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt einmal hier hochgehen. Können diese Dings zu. Wollen wir den Auftrag gleich machen? Ja, ich denke schon, ne? Oder? Ja. Dann gehen wir mal zur Schamanin. Oder gucken mal, wo sie ist. Das könnte mit Sicherheit auch wieder eine ganze Weile dauern, dieser Auftrag. Ah, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das, was das jetzt so, was auf uns jetzt zukommt. Machen wir mal so. So. Also die Schamanin ist jetzt hier die ganze Ding hochgelaufen und so, ne? Ja, irgendwie so in dieser Pfad der Schamanen oder so, was haben die doch erzählt. Das ist schon sportlich. Das ist schon echt sportlich. So. Gut. Können wir hier irgendwo lang oder wie? Ja, hier soll das nicht sein. Ach, wir müssen da auch die Dings hoch. Moment, okay. So, hier müsste die Schamanen dann auch klettern. Haben die wohl auch drauf, lieber Nuke. So, Lagerfeuer haben wir entdeckt. Damit ist das Ding auch gespeichert, so gut ich war, so wie ich weiß. Ja. Gucken wir mal. Schamanenpfad muss hier irgendwo sein. Ach, hier kommt der Schamanenpfad erst. Okay. Diese Markierungen, von denen Nighthawk sprach. Oh. Kann man Sonne nutzen? Er kriegt Sonnenenergie, aber woher? Oder was ist das? Jede Markierung zeigt auf die nächste. Mhm. Sie weisen den Weg. Okay. Dann gehen wir mal den anderen Weg vorher. Ja, ich weiß. Ich wollte aber mal gucken, ob hier irgendwas ist. Oder wo erlaubt sein, hm? Aber wer hat die verstellt? Schätze, ich muss tiefer in die kalte, unheimliche Eishöhle. Dann mal rein. Ich dreh lieber um. Aber erst diese Beute. Genau, das wollte ich. Schön, dass ihr das auch nochmal erwähnt. Das ist ja traumhaft. Wofür das Windspiel? Soll der Ton den Weg leiten? Vielleicht finde ich mit dem Fokus noch mehr. Dort. Yep, der Fokus sieht die Markierungen. Maschinenteile, Draht, Metallfragmente zu Glocken. Hergestellt oder arrangiert. Ein Windspiel. Gut, wir gehen erstmal unten lang. Oh, da scheint ja irgendwie
Was sind da drin? Aber Ausrüstung. Das brauchen wir nicht, ja, okay. So, wir kamen jetzt. Ach du Jemini. Falsch abgebogen. Nein, das ist nicht falsch. Das ist natürlich alles mit Bedacht. Jo. Ach klar. So, dann einmal hier lang. Ui. Hier geht's tief runter. Noch eine Markierung. Gut. Nein. Okay. So. Ritualmarkierung, genau. Und da haben wir nochmal ein Glocken. Windspiel. Glockenspiel, ein Windspiel. Ja, das ist auch richtig hier. Okay, dann gehen wir vorher hier hinten lang. Moment. Zurück. Ist, hier gibt's nichts. Oh, das hätte gut. Hätte gut was schenken warten können oder so. Das wäre echt gut gewesen, aber nein. Warum auch? Warum sollen wir das denn auch? Falsch. Da habe ich mich wirklich verlaufen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal zurückgehen. War doch hier irgendwo, ne? Hier. Da müsste das Windspiel sein. Nein. Ach komm. Ah, schön. Hier lang. Ein Windspiel. Diese Gabelung erscheint mir neu. Nicht hier lang. Was? Wohin? Ja. Verstehe. Hoch. Ach so. Wo denn hoch? Wo denn hoch? Wo denn hoch? Was, hier hoch? Nö. Ach, hier. Alles klar, hab's gesehen. Hat auch nicht so lange gedauert. Herrscher, ich muss aufpassen. Okay, hier geht's wahrscheinlich weiter, oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Voll erwischt. Ach, guck mal. Na, was haben wir denn hier? Stärkt das Outfit-Gewebe. Geil. Ja, geil.
Ach, diese Pirsche. So. Wir müssen wieder hier hoch. Dann müssen wir, glaube ich, hier lang. Ist ja auch noch mal. Da war ich nicht gerade hier unten. Bin mir echt nicht sicher gerade. Drei Pirsche da unten. Komme ich vielleicht noch hin, oder? Weiß es nicht. Ja, da komme ich hin. Sein eigenes Ding erwischt. Ja, man sollte sich nicht mehr anlegen. 28, aua. Okay, gut, dann sind wir jetzt hier unten. Eine Höhle. Hier ist auch das Windspiel, also das heißt, wir müssen hier lang. Das war die Höhle. Was kommt jetzt auf dem Pfad? Das ist ja auch so eine Prüfung, ne? Der Pfad ist ja auch so eine Art Prüfung. Für die Schamanen, für die zukünftigen Schamanen. Boah, wie gut. Da ist der Damm. Da waren wir. Boah, mal gucken. Sehr schön. Und einmal herum. Wie komme ich da rüber? Gut, runter. Runter, dann hoch. Wahrscheinlich. Da geht's hoch. Ah, guck mal, Pigment, helles Oxid gefunden. Schön. Ich muss am Seil ziehen, um das Ding in Position zu bringen. Okay, die Brücke füllt sich. Okay, dann können wir wieder runter. Oder kommen wir darüber?
Gut, dass mein Gewicht nicht dazu zählt. Geschafft. Na, das war gar nicht so schwer. Komm. Lustig gemacht auf jeden Fall. Ganz anders als das Hauptspiel. Hier mehr Abwechslung und kleine Rätsel und so. Das finde ich echt gut. Da geht es auch nach oben. Da geht es aber auch nach. Wo muss ich weiter? Okay, wir gehen erstmal hier hoch. Oh, da lag nämlich was. Ich hab's gesehen. Halt dich fest. Und wieder runter. Ja, genau, spring doch noch. Oh, das klappt nicht so. Sehr gut. Was für ein Pfad, ey. Unglaublich. Oh. Was war das denn? Komisches. Keine Ahnung, was wir da zu sehen bekommen haben gerade. Bin eigentlich nur gesprungen, mehr habe ich nicht gemacht und dann hat das einfach angehalten. Aber einen Kaffee trinken. Weiter nach oben. Okay. Boah, ich feiere das. Oh, Lagerfeuer entdeckt. Sehr schön. Der Klang gefällt mir nicht. Nee, mir das recht nicht. Was ist das? Was ist mit meiner Energie? Irgendwie habe ich Schaden bekommen oder sowas. Ah, der raubt mir meine Leben. Von mein Schild raubt der weg. Dafür ist es also gedacht. Wenn ich den umprogrammiere, dann füllt er mein Schild. Zum Beispiel. Ah, jetzt check ich. Das ist also extra für die Rüstung. Ach du Heilige. Ey, was? Rostklaue. Der Schild ist überlastet durch den Impuls vom Turm. Wie gut. So, jetzt sind wir richtig dran. Jetzt sind wir richtig am Arsch, sage ich euch. Welcher Feuer, okay. Boah, was macht das? Boah, was ist das für ein Vieh?
11.000 gab das jetzt Erfahrung. Boah, was war das denn für eine Maschine, du? Oh, wie gut. Muss ich klettern. Ich fand die Maschine jetzt tatsächlich gar nicht so schwer. Sich Frost. Ja. Da sollte ich hochkommen können. Dann laufen wir mal. Okay, sehr gut. Da ist schon vieles zerstört. Hier war mal eine Brücke drüben. Das klettert alles, die Schamanin hier auch und macht das auch alles. Ach du Heilige. Die sind doch irre. Das muss der Schrein sein, von dem Naltuk sprach. Ich hole mir etwas Blauglanz. Es glitzert. Kein Wunder, dass es wertvoll ist. Guck mal, schöner Vogel hier. Der liegt schon eine ganze Weile da, du. Der liegt schon eine ganze Weile hier, der Vogel. Dahingerafft. Rostet. Da oben ist doch wohl nix. Boah, wie weit das ist. Wie hoch, also wie weit oben das ist, meine ich damit. Das geht ganz schön schnell. Oh, wie schön. Ein altes Tor. Vielleicht ist Orea dort. Ey, wo muss ich ja sein? Oreas Zufluchtsort. Okay. Prozessors zu steigern. Projekt Firebreak wird die Denkkraft brauchen. Hoffentlich habe ich selbst auch genug. Anita war die ganze Zeit über bei mir. Wir haben viel geschafft. Aber jede Berührung oder der Duft ihres Haares. Oh Mann. Ich sollte ins Bett gehen. Besser wäre das vielleicht. Dass du ins Bett gehst. Oh Mann. Ausrüstung. Was war das hier? Wasserrohre sind das doch, oder? Ich denke, das sind eher Wasserrohre. Eiswasser,
Warmwasser, keine Ahnung. Generatoren oder Pumpen. Könnte auch eine Pumpe sein. Eher eine Pumpe, wenn ich so das Kabel angucke. Sicherheitschef Blevins mit einer erneuten Notversorgungsordnung. Lest sie diesmal gefälligst, okay? Ihr wollt sicher nicht, dass ich meine Leute anrufe. In SLC. Was? Das für ein Arsch. Zu Beginn werde ich euch den Begriff Katastrophe erläutern. Ein zerstörerisches Ereignis, das einen Grad der Beeinträchtigung bewirkt, der mit normalen Mitteln nicht zu bewältigen ist. Was ihr uns gegeben habt, ist definitiv normal. Version für Dummies. Gebt mir, was ich brauche, oder ihr fahrt schneller wieder nach Hause, als ihr Code Red sagen könnt. Die Liste noch einmal. 3000 Notrationen. Keine Lasagne. 30 Armeetaschenlampen. Kein Kram mehr aus dem Ramschladen. 10 tragbare Wasserpumpen, nicht 5, nicht 8, 10. 50 Tuben Fungizid. Wir arbeiten unter der Erde. Spuren soll's geben. 15 Hydraulikwinden, 12 Ersatzdrohnenantriebseinheiten, 50 holographische Mikrodrivers in einer Katastrophe. Definition oben. Ist es unerlässlich, jeglichen Zugang nur und Abgang von der Anlage aufzuzeichnen. Im Gegensatz zu euch ist mir unsere Sicherheit wichtig. 50 extra weiche Mandelduft. Daten beschädigt. Ach, schön. Aber gucken wir hier rein. Natürlich habe ich das gesehen, den Eingang. Natürlich. Oi. Sind wir wieder draußen? Nee, das ist, glaube ich, ein extra Ding hier, ne? Oh Gott, Blevins. Sicherheitschef Blevins schikaniert uns wie ein verdammter Tyrann. Ich kann nicht einmal mehr niesen, ohne dass er mich kontrolliert. Personalprotokoll. Blevins, das Muster für die Orbikularstrahl-Türschloss noch ein einziges Mal neu konfiguriert, muss ich brechen. Na, ich will auch nicht, dass jeder X-Beliebige in der Firebreak-Anlage herumstöbert, aber ihm geht es nicht um Sicherheit, ihm geht es um Kontrolle. Ich frage mich, ob Blevins früher reinkommt und mit seiner Überwachungskamera aus seinem Bonzenbüro allen dabei zuzusehen, wie sie das neue Muster lösen? Dieser Brückentroll. Man sollte meinen, dass bei seinem riesen Drohnenbudget auch noch ein Fläschchen Deospray drin wäre. Gott möge mir und Kenny beistehen, wenn er das mit uns jeweils rauskriegt. Okay. Die Tür schon wieder. Okay. Wie ich höre, haben wir einige Mitglieder unseres Personals Probleme mit unseren hochmodernen, ultrasicheren, absolut erforderlichen Orbikularstrahltürschloss. Gut, also nochmal, gehe ganz langsam. Das Ding in der Mitte ist der Quellknoten. Den muss man einschalten. Ja, ich weiß, kompliziert, oder? Dann müssen die anderen Knoten so gedreht werden, dass der Datenstrom mit der Legitimation zurück zur Quelle gelangt. Manche Knoten puffern fehlerhafte oder verdächtige Daten. Die sollte man besser vermeiden. Dürfte nicht so komplex sein, weil die Dinger rot sind. Wie ein Stoppschild. Das sollte jeder eigentlich schon in der Vorschule gelernt haben. Aber man weiß ja nie. Wie auch immer, das war's. Wenn der Datenstrom zurück zur Quelle geleitet wird, geht die Tür auf. Es ist wirklich nicht so schwer, aber wenn es sein muss, kann ich während des Versuchs auch Händchen halten. Naja. Reicht das lieber. Das muss auch alleine gehen. Ich halte niemanden das Händchen. Das ist mit Sicherheit jetzt ein Dings gewesen. Die Knoten auf dem Boden müssen mit dem Tor verbunden sein. Ja. Datenquelle. Für eine Verbindung wird ein geschlossener Kreislauf benötigt. Okay.
soll ich mit diesen Lichtern machen? Das sind genauso Geschichten wie das mit dem Tor natürlich. Mit dem Unterwasserding da. Den Aquädukt. So. Na, ich bin ja mal gespannt. Der ist defekt. Der ist defekt. Das heißt, der ist sinnlos. Und ändern den Lichtfluss. Er hat ein engeres, maschiges Netz. Da müsste das passen. Auch jetzt. Na gut, mal sehen, ob offen ist. Das war echt einfach. So. Aber cool. Einfach, aber cool. Es muss ja nicht immer so schwer sein. Oh, gut. Hier kommen wir nicht raus. Ja gut, dann ist die Tür jetzt da offen. Dann gehen wir gleich rein. Vorher gucke ich mich noch ganz genau um. Okay, das ist ein kleiner... Was ist das hier? Was ist das? Alles Zimmer. Deine Zimmer hier. Mit Dusche. Ja. Das kleine Zimmer. Sprachaufzeichnung mit Text. Okay. Ja, das hat auch Sorbeck hier gemacht. Okay, persönliches Protokoll. 0,6. Wie soll man eine Intelligenz überhaupt quantifizieren? Man kann doch einem bewussten Verstand keine Zahl aus einem Kontinuum zuweisen und dann erwarten, dass er sich an die willkürliche Grenze hält, die diese Zahl repräsentiert. Es führt kein Weg daran vorbei. Ohne die Aufsicht eines Verstandes, der die menschlichen Fähigkeiten übersteigt, wird Firebreak scheitern. Und 0,6 bringt uns auch nicht weiter. Durch Steigerung des Empfindungsvermögens generiert man unweigerlich ein System, das Emotionen erleben kann. Wilde, kitschige, nicht zu beherrschende Emotionen. Wer abstrakt denken kann, kann auch Angst haben. Wie was, Silver? Ich werde das nicht noch einmal machen. Ich weigere mich kategorisch. Hoffentlich kann ich Kenny das ganz begreiflich machen. Ich mag ihn. Ich mag sein leicht schiefes Lächeln. Vor allem mag ich die Kreise, die er mit seinen Händen macht, wenn er von einer Idee begeistert ist. Wenn wir hier nicht zusammen hineingeraten wären, vielleicht hätten wir... Ach, es hätte nicht sein sollen. Ob ein künstliches Gehirn diese singuläre Kombination von Begierde und präventivem Bedauern empfinden könnte?
Fragen ist Fragen. Gut. Weiter im Text. Ist sowas wie ein Aufzugsschacht oder was? Sieht mir schon danach aus. Wohin jetzt? Irgendwie nicht hier lang. Aber hier lang. Ja, unglaublich. Frische Luft voraus. Das kann sich doch. Das kann doch die Schamanen nicht alles gemacht haben, ganz ehrlich. Ich hätte gar nicht die Möglichkeit mit dem Quellcode und Gedöns und sowas da umändern, was wir können. Also, wie kommt die hier durch? Oder ist die woanders lang gelatscht? Von Berg eben drüber. Vielleicht komme ich durch die Struktur da drüben wieder rein. Okay. Das ist aber auch eine Kletterpartie hier heute. Das ist ja unglaublich. Ich muss wohl zu diesen Treppen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guckt euch das an, das ist so schön. Unglaublich. Nicht mehr viel höher. Urea muss nahe sein. Sie muss irgendwo hier drin sein. Ja, irgendwo ist gut. Kenny, ciao. An alle. Okay, alle Mitglieder. Ich bin stolz, den Abschluss der ersten Infrastrukturstufe unserer Hauptanlage bekannt geben zu dürfen. Dieser Komplex ist das Nervenzentrum unseres Projekts und eine pünktliche Fertigstellung macht auch weiterhin den fortgesetzten vollen Einsatz der Teams erforderlich. Aber sowohl es noch viel zu tun gibt, obwohl es noch viel zu tun gibt, sollten Sie stolz auf all das sein, was Sie bisher erreicht haben. Angehängt finden Sie einen detaillierten Plan zum Verlassen des Hilfsraumes, der im weiteren Verlauf der Arbeiten in der Hauptanlage als Notfallbereich dienen wird. 90% unseres Personals muss bis zu 17 Uhr am Mittwoch umgezogen sein. Wenn Ihr Name nicht auf der Zuweisungsliste steht, schicken Sie Marissa eine E-Mail mit Kopie an mich. Ihr Einsatz, Ihr Talent und Ihre Intelligenz sind eine tägliche Quelle der Inspiration. Dr. Kenny Chow, Projektleiter. Er hat aber ja auch viel gemalt und gemacht, ne? Ich bin faszinierend, dass selbst hier drin alles voller Schnee ist. Weil es ist ja dicht. Müsste ja die Tür vorne ständig offen sein und dann der Schnee alles reinkommt. Aber selbst dann ist es viel zu warm hier drin wahrscheinlich, dass der Schnee überhaupt liegen kann. Aber optisch gesehen ist es schön. Oder doch eher ein Kindergarten. Komm schon, Leute.
Okay. Wieder an alle geschickt. Zu Händen alle Mitarbeiter. Von einer Gruppe der besten Wissenschaftler unseres Landes, die eingestellt wurden, um sich einer schweren Bedrohung der nationalen Sicherheit anzunehmen, sollte man eine reifere Einstellung erwarten können, als gestern in der Kantine demonstriert wurde. Mr. Blavens spielt eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Ausführung von Firebreak und verdient aufgrund seines Titels und seiner zahlreichen Beiträge zum Projekt unseres Respekt. Bei weiteren Vorkommnissen hinsichtlich der Menütafeln werde ich die Verantwortlichen persönlich ausfindig machen. Dr. Kenichu. Von Kenichu, Privat-E-Mail an Anita Sandoval. Anita, warst du das? Weiterleiten an Hacken der Menütafel. Ach schön. Ist sie nur. Das ist ja unglaublich, was die für einen Weg hier zurückgelegt hat. Das gibt's doch gar nicht. Ich frage wieder, wie ich jetzt schon 1000 Mal gefragt habe. Sprich mit mir. Was soll ich denn noch für dich tun? Gibt es kein Gebet, das zu dir dringt? Kein Zeichen, das deine Fesseln löst? Ich kann nicht helfen, wenn du schweigst. Alles, was ich will, ist ein Flüstern, das mich leitet. Wer? Nein. Wie? Wie bist du hergekommen? Der Weg war von der Stimme selbst versiegelt. Ich hab sowas benutzt. Soll ich's dir zeigen? Ja, zeig's mir. Bitte. Okay, dann zeigen wir das mal. Zurück zur Quelle. Okay, machen wir gleich. Aber ich habe ja noch was gesehen. Zum einen haben wir hier eine Figur. Oh, das sah aus wie ein Bär, glaube ich. Jo, das ist ein Bär. Okay. Persönliches Protokoll. Heute Nachmittag hatte ich einen Streit mit Kenny. Wenn sich der erste Streit eines Paares um die Turing-Verordnung dreht, weiß man, dass man es ziemlich mit ziemlichem Nerd zu tun hat. Den Streit habe ich gewonnen, schätze ich. Aber ob ich das hier schaffen kann oder nicht, mache ich mir weniger Sorgen, sondern eher die ethischen Implikationen eines Erfolgs. Ich habe Kenny versprochen, dass die Speed der Bewältigungsmechanismen, die ich entwickelt habe, bei der Verwaltung des emotionalen Fallouts der Software helfen kann. Aber privat bin ich weniger zuversichtlich. Ich bin Programmiererin, keine Psychiaterin. Die Feinheiten der Robotethik scheinen weniger relevant, wenn die Weigerung, Firebreak mit dem für seinen Erfolg notwendigen Bedingungen zu versorgen, Millionen Menschenleben kostet. Es lohnt sich, ein Bewusstsein aufs Spiel zu setzen, um so viele andere zu retten, oder nicht? Ach, das Problem mit Hilfe von Zahlen lösen zu wollen, gibt mir das Gefühl, ein Soziopath zu sein. So, hier ist nix. Bin gleich da. Aber ich guck mir noch mal ganz kurz um erstmal. Aber krass, was sie hier gemalt hat. Unglaublich.
hier drin ist es auch nicht mehr ganz so kalt, wegen den Feuerchens, die sie hier gemacht hat. Gut, ich denke... Da kommen wir nicht rein, genau. Da muss ich, die Tür wird sich öffnen. Dann machen wir mal eben das kleine Rätselchen. Okay, das sieht interessant aus. So, wir gucken mal. Der Strahl ist hier. Dann muss das Ding erstmal gedreht werden. So, wir haben zumindest schon mal einen Strahl. Ich bezweifle allerdings, dass der gut ist. Ne, der kann nicht funktionieren. Wir müssen den umändern. Dann machen wir den lieber so. Das sollte besser passen. Denn dann können wir nämlich diesen hier, da der nur einen kleineren Abstand hat, einmal so setzen oder so setzen. Ich denke, das hört sich besser an. Der in der Mitte hier ist sinnlos. Den brauchen wir nicht. Das heißt, den müssen wir einmal drehen. Den kaputten. Okay, dann ist der aber auch sinnlos. Beides sinnlos. Okay. Dann doch den umdrehen. Anders hinlaufen lassen. Moment, Moment, Moment. Ich muss gucken. Kriege ich den noch? Warte mal. Ich den drehe. Da brauche ich bloß einen. Genau, warte mal. Das sind einige, viele mehr hier. Aber dann habe ich das Problem. Sinnlos. Wenn dann so. Exploit erfolgreich. Beschränkungen umgangen. Ist da jemand? Urea? Urea, ich brauche dich. Nein, ich gebe nicht auf. Urea, der Dämon bringt dich. Urea, bitte. Durch dich ist die Stimme zurück. Okay, und sie kennt Urea. Das war sie. Die geisterhafte Stimme, die vom Donnerkamm aus nach mir ruft. Für einen Moment konnte sie die Fesseln des Dämons abschütteln. Und das nur dank dir. Wer bist du?
Und was willst du? Ich bin Aloy. Naltuk schickt mich. Er meinte, ich könnte dir helfen. Da lag er richtig. Du warst eine Offenbarung. Jetzt weiß ich sicher, dass die Stimme überdauert. Vielleicht können wir sie gemeinsam befreien. Lass uns nicht vorschnell handeln. Ich kam den weiten Weg hierher, um Antworten zu finden, und bisher habe ich noch keine. Mir scheint, als seist du die Antwort. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Burgrin sagt, du weißt vielleicht etwas über einen Mann namens Silence, dass du mit ihm zu tun hast bei dem Konklave. Wenn sein Name erklingt, folgen ihm Geheimnisse. Oder verschwinden, je nachdem eben. Warum willst du das wissen? Er hat Grausames getan. Aber er half mir, als niemand sonst es konnte. Ich weiß aber leider zu wenig über ihn. Seine Unterstützung ist bestimmt äußerst hilfreich. Doch sie ist gewiss nicht umsonst. Aber leider hat mich das Konklave diesbezüglich zur Geheimhaltung verpflichtet. Verstehe. Aber wir versuchen uns doch zu helfen, oder? Ja. Aber damit würde ich einen Eid brechen. Und das kann ich nicht tun. Du scheinst sie schon länger zu kennen, diese Stimme. Sie rettete mein Leben. Hier, vor Jahren im Krieg gegen die Kaja. Ein Angriff zerstreute meinen Verag. Ich war abgeschnitten, allein. Ich lockte den Feind in die Reifwehen, um sie im Dunst abzuschütteln, doch das schlug fehl. Und ich floh in diese Höhle. Dann hörte ich ihre Stimme. Wie ich war sie verloren. Eine Stimme des blauen Lichts, doch getrennt von ihm. Sie bat mich um Hilfe, sie wählte mich. Doch ich konnte ihr nicht helfen, solange die Kaja mich jagten. Also half sie mir. Sie schloss eine Tür unten im Berg. Du hast sie wohl auf dem Weg geöffnet. Verschlossen, ähnlich wie die hier in diesem Raum. Es hielt mir die Kaja vom Leib. Ich war sicher. Und konnte ihren Auftrag ausführen. Der Dämon. Was weißt du über ihn? Ich sprach sehr oft mit der Stimme, erst hier, dann im Donnerkamm. Letztes Mal erzählte sie mir, dass etwas sie angegriffen hatte, das sterbliche Augen nicht sehen, etwas Böses. Sie nannte es den Dämon und sagte, er bräuchte ihre Kraft für seine Ziele. Dann bat sie um Hilfe, sie zu zerstören, falls nötig, damit er sie nicht benutzen könnte. Das war vor 5 Jahren. Ich hatte sie nicht mehr gehört. Bis heute. Also, sehe ich das richtig? Da waren 2 Wesen. Eins nennst du die Stimme. Irgendwie gefangen von dem, den du einen Dämon nennst. Was auch immer dieser Dämon ist, er beeinflusst die Maschinen und macht sie gefährlicher. Ich will wissen, wie. Diese Stimme und der Dämon sind auf einem Berg. Dem Donnerkamm. Warum gehen wir nicht einfach hin und klären alles auf? Das geht nicht. Der Donnerkamm ist gefährlich. Sehr gefährlich. Der Dämon hat sich da verschanzt. Zudem lässt Aratak uns nicht gehen. Als Häuptling kontrolliert er den Pass zum Berg. Und er lässt nicht mit sich reden. Ihr braucht wohl einen neuen Häuptling. Na, die Idee wird sicher gut ankommen. Du bist doch eine Jägerin. Und ich wette, keine gewöhnliche. Es ist nicht unmöglich. Selbst für eine Fremde. Und Aratak wird die Herausforderung annehmen, wenn du im Verag bekannt wärst. Halt! Ich? Gegen Aratak? Ich will niemandes Häuptling sein, erst recht nicht von Banuk, die mich nicht wollen. Aber du willst doch zum Donnerkamm, oder? Du hast sie gehört. Die Stimme leidet. Der Dämon quält sie. Sie möchte frei sein. Und vielleicht, wenn sie wieder frei ist, kann sie dir die Antworten geben, die du suchst. Warum lasse ich mich bloß darauf ein? Gut. Was muss ich denn machen? Zeig dem Verag, dass dein Anspruch berechtigt ist. Siege im Jagdgebiet. Töte Banditen im Schnitt. Oder du sprichst mit Sekuli. Wenn du ihr hilfst,
wird das sicher bemerkt. Tu, was du kannst. Wenn es Zeit ist, den Speer vor Arataks Füße zu schleudern, unterstütze ich deinen Anspruch. Bis dahin bin ich hier und beantworte dir alle Fragen zur Herausforderung. Oh, und eines noch. In der Kiste da ist eine Waffe, so wie meine. Nimm sie. Vielleicht hilft sie dir. Oh, was? Eine Waffe? Nein, Eloy! Die Waffe, die mir Urea gab. Vaga wird sie sich ansehen wollen. Ah, das ist die Schleuder, soweit ich weiß, ne? Müsste jetzt ein Spezial auf Dings sein, oder? Was ist das? Wo ist denn die Waffe? Ich sehe sie gar nicht. Das ist sie ja nicht. Schatten. Sprenger. Loge. Nö. Okay, müssen wir erst außergewöhnliche Belohnungskiste erhalten. Ich höre den Wehrwagen. Okay, mit Abstufe 40. Neben geteiltes Geheimnis. Wenn er das Schienenteil. Ja. Aufträge. Das sind Nebenquests, okay. Für den Warak und dann Haupt. Drohende Schatten, ach so, das ist okay. Wir haben ja nur Nebenquests, klar. Banuk Sturmschleuder. Du hast eine starke neue Waffe erlangt, die Banuk Sturmschleuder, die neue Arten von Munition abfeuern kann. Diese Kampfherausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu erlernen und dein Können zu verbessern. Belohnung 5000 EP. Oh. Anuk Sturmschleuder, aber wo finde ich die? Sehe sie nicht oder bin ich total bekloppt? Der Sprenger? Ne, ich hab sie noch nicht. Okay, gut. Kein Plan. Ich habe die Banuk-Sturmschleuder noch nicht. Vielleicht muss ich die wirklich erst dahin bringen zu dem. Den Schlüssel habe ich auch nie benutzt, ne? So, wir sind jetzt hier. Hier oben lang. Ah, da sind wir ja dann in der Nähe von dem neuen Dings. Okay. Alles klar. Gut. Ich denke, wir sind erstmal durch, ihr Lieben. Wir sind bei einer Stunde. Ja, das sollte reichen, ne? Ich bedanke mich natürlich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder Spaß, so wie ich. Vielen, vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.